des nachlassenden Regens immer sehr wichtig und sehr herausfordernd. Unser zweiter großer Lokalmatador. Gleich mit dem Startschuss Hegel und jetzt geht's los. Auf! Der Hauser Vize-Staatsmeister im Eliminator-Bewerb Paris 2024 für die Paralympics zu qualifizieren. Aber Sie kommen gemeinsam jetzt hier bei uns vorbei, bei Start und Ziel, Rad und Rad. Wolfesser Feuerstein, Kurfürst. Die ersten 10 sind vorhin, meine Herrschaften, nichts mehr mit allem volle, jetzt wird taktiert. Und wieder Taktik. Wer ist vorne nach 3 Runden? Wir schauen noch gleich auf die Zeit. Also Feuerstein, Hauser, Mario Bayer jetzt mit einem Antritt. Und dann Franz Josef Messer. Alex Hammerle, der sich ein Duell mit Charlie Marx geliefert hat letztes Jahr, auch ein Junior. Warum ist der Charlie Marx nicht dabei? Und der Charlie, den sein Motor zündet, erst nach 3 Stunden 30. Wieder vorbei bei uns, die schnellsten in diesem Rennen, 3, 4, 5, 6 auf einen Schlag. Gregor Rackl vom Brunex Superior Factory Team, bravo Regel. Rackl, super bravo Vorstellung. Gregor. Bravo Gregor, aber Max, gratuliere, du hast uns eine bravo, tolle Max. Show geliefert. Und Jan Gahn Feuerstein wieder am Podest. Mario Bayer Vierter und eine überragende Leistung von Dominik Höbelmoser. Lokalmatador, bravo Theo. Auf Platz 6 Theo Hauser. Starke Vorstellung. Staatsmeister Gregor Rackl. Ja.
Platz und ja, ich habe mich gut gefühlt und ja, mehr als happy. Nein, ich glaube, du hast recht, das war extrem schwer und immer wieder muss man das anerkennen. Ja. Also, ich habe dann in der letzten Runde die letzte Tag mitgehen können und das war es dann auf der Strecke. Also, das ist dann relativ schnell entschieden. Ja, ich habe das heute in der Früh schon gesehen, dass auf die Zielgerade, dass sie das nicht so wie letztes Jahr auslaufen lassen darf, weil die einfach ja, zu kurz war. Ja, ich bin jetzt halt einfach angegangen eigentlich wie jedes andere. Ich bin jetzt nicht der schnellste Starter, habe dann am Anfang Mühe gehabt, dass ich wirklich mit der Gruppe mitfahren habe können. Für mich war es von Anfang an eigentlich relativ ein hohes Tempo, auch wenn zwischendrin immer wieder mal kurz rausgenommen worden ist. Aber viel, viel schneller hätte ich jetzt auch nicht fahren können. Und ja, bis drei Runden vor Schluss war ich eigentlich schon noch verwundert, dass die Gruppe relativ groß war, weil der Max immer wieder versucht hat, dann der Mario wieder. Ja, ich habe dann gewusst, dass es am Ende höchstwahrscheinlich auf uns zu Hause laufen wird. Der Max hat wieder probiert und ich habe dann einfach versucht, da den Schotter rauf, ja, da vorbeizugehen. War mir aber dann nicht sicher, ob das eine gute Idee war, weil es wirklich noch fast eine halbe Runde bis ins Ziel war. Und die Bedingungen waren jetzt auch gar nicht einfach zum Fahren, aber ja, ich habe dann die paar Meter gehabt und wie der Max sagt, ich meine, ja, da ist einfach dann schwierig, da kommst du dann auch nicht mehr vorbei, auch wenn du irgendwie versuchst mit der Brechstange, ja, die Strecke gibt dann nicht mehr allzu viel her. Und ja, für mich ist super, dass ich den Titel wieder verteidigen habe können, ich habe zumindest einen. Und ja, schauen wir, bis im Juli dann beim Großkanal läuft.